verblühte Knospen. Wir nehmen die mit unserer Präsentierschere heraus. Sie sehen, das Bild der Pflanze ändert sich direkt merklich. Sie sieht gleich wieder optisch viel besser aus, dadurch, dass wir das verbrühte Material aus der Pflanze herausgenommen haben. Wenn wir jetzt in Regionen kommen, wo wir ohne Leiter oder ohne Stühlchen nicht mehr hinkommen, haben wir unsere verlängerte Präsentierschere und können direkt hier in den Ansatz des Rosenbogens gehen und nehmen auch im oberen Bereich mit dieser Präsentiervorrichtung unsere verblühten Rosen aus unserem Rosenstrauch heraus. Das verhilft auch dann bei unseren Englischrosen zu einer dauerhaften Blütenphase, beziehungsweise dass wir einfach dann ein optisch schöneres Bild haben in unseren Sträuchern und durch den Rückschnitt natürlich auch schneller wieder die zweite und dritte Blütenphase bekommen. Wichtig jetzt direkt während der ersten Blütenphase in unseren Rosenbeeten ist, dass die Pflanzen jetzt Ende Juni, Anfang Juli die zweite Düngung bekommen, denn die brauchen natürlich viel Nährstoffe, um dann in die Blütenphase 2 und 3 zu gehen. Und von daher empfehlen wir einen organischen Rosendünger, der dann über die Mikroorganismen in organische Masse umgewandelt wird, den die Pflanzen dann aufnehmen können. Ideales Werkzeug zum Rosenrückschnitt im Sommer ist unsere 60 cm Präsentierschere. Die bekommen Sie bei uns in Steinfurt, in unserem Shop bzw. auch online natürlich im Versand. Wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie direkt bei uns vorbei oder natürlich auf unseren weiteren Videos.